Um ganz zurück zu Let's Play Digimon. Den letzten sind wir stehen geblieben oder vielmehr da oben auf dem Panoramaberg. Ich bin aber jetzt einfach dazu hingegangen und hab hier mal schon mal viel scheißen lassen. Damit wir nachher mal uns nicht antun müssen, die Scheiße hier. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Vielleicht die Mikrofone, das geht aber da drin schwimmt Gecko so. Nein! Ah! Akatori, Mann, du bist zum Kotzen. Oh, hat den Block immerhin. Ich bin so außer mir. Vor Wut, das glaubt er ja nicht. Nein! Oh Mann! So, jetzt aber. Bin ich so doof oder tue ich nur so? Ich krieg echt nichts geschissen gehabt. Ich bin so deprimiert über das Lumemon. Jo, hau den Lukas. Super. Noch mehr gesunken, alles super. Vor allem gegen die Gary-Mann, der hat überhaupt keine Chance auf den Scheiß-Vieh, weil er einfach zu dämlich ist dafür. Wow. Bloß aufpassen. Ich hoffe, mit Otamamon klappt jetzt. Ich könnte jetzt auch einen Müllberg, aber er bringt nichts. Oder konzipiert einfach mal. Geh rum, Mann. So, Mähmann gegen Mörkpi. Nein, und Angriff. Nein, und Verteidigung gerade zu kurz. Gleich mal Fuchs hier, dann lass mal ein bisschen was ab hier. Das wäre natürlich schön wünschenswert. Volle Kraft. Wäre natürlich schön zu wünschen. Ich habe zumindest noch keine Heil, die ich nutzen kann. Aber das doch darum, dass ich das jetzt. Dass ich das hier jetzt hier unten habe. Ja, vielleicht habe ich Glück und das lernt eine neue Attacke. Ja, ich bin ja so viel Damage gemacht. Kleine Halbes. Ach man, klar. Vielleicht hab ich das Finish immerhin. Natürlich bei einem kleinen Gegner, ne? Ah, hasse ich. Oh. Aber wenn ich da jetzt keine Attacke abkürze, verstehe ich, weiß ich auch nicht, ne? 500. Ganzen Disc werden hier drauf gehen, ne? Nur weil es viel zu doof ist im Kampf, ne? 51 Schaden, leck mir am Arsch. Ich muss aufs Finish warten, nützt auch nichts.
Ich bin ja schon froh, dass das die Gleichgeschlechter eine keine Finish-Attacke haben. Na, gleich bin ich wieder beim Finish. Komm, mach was. Mach einen Finish, Arne. Nein, Mann, schon wieder einen Finish verpasst. Das ist... Ich hab mich am Arsch, ey. Kann nicht. Aber ich hoffe, das lohnt schon, dass 40 Watt abgeguckt. Sonst krieg ich nicht. Die Krise hier. Boah, mach doch mal was, Mimi, Mann. Immer noch gleich auf der Arme schon der runter. Jetzt habe ich das Finish gehabt, ey. Ich muss machen, wenn Finish machen, das hat wieder, Oh, Mann, das ist ein halbes, ey. Das tut im Herzen weh, Leute. Das tut richtig weh. Wenn es eine Attacke die sich jetzt abtut. Das Gift macht mir auch zu schaffen. Oh. Noch 16 Angriffe. Der Pedis hat noch nicht einmal verwendet, ne? Zum Heulen. Aber ich hatte nicht Lohn, dann raste ich hier aus, ne? Hätte schon längst was schießen können, hätte ich schon Finish schon längst machen können, ne? Wie lange sind wir jetzt gerade? 4 Minuten? Die Ozo war noch paralysiert. Guten bekannten Strahl. Natürlich machen wir jetzt erst, wenn der aus sich ausruht. So. Ich glaube, er hat kein MP mehr. So, das machen wir fertig hier. Ja, ich glaube, er hat kein MP mehr. So, wenn wir jetzt keine Attacke abgeschlossen haben, dann knallt es aber keinen kein Beifall. Ey. Keine Attacke neu. Super, danke. Alles umsonst. Also doof kann das doch wieder. Jetzt hat er sich hier keine Attacke abguckt, ey. Hat sich echt gelohnt hier, ey. Aber echt. Ah. Oh. Nee, den vierten nicht so. Geht so sonst. War das jetzt hier oder was? So. Erster Besuch. Kommt jetzt der zweite Besuch. Ha, ein bisschen rein und raus, Bash Fingertellert. Ich weiß nicht, immer hat die Otto-Mama hier unten.
Und das war oben im Segekursum. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Bin mir jetzt immer sicher. Hat sich, ja. Vor allem viel schnell. Macht echt keinen Spaß mit dem Vieh. Ich hätte schon eher Unternehmungen machen sollen, damit ich. Was das Vieh habe, hier reagieren kann. Ich geh einfach mal hier was rein und raus, oben und unten. Oh, das moin sein. Ich halte das echt gefährlich, ne? Muss ja doch irgendwo hier auf. Und was ist unerwartet oben? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Weil es ganz einfach, wenn keine Gegner da sind, dann ist viel da. Okay, hier ist Jammermann. Ah, das ist ein Bullshit. Wo bleibst du denn jetzt, Jammermann? Juhu! Uttermann. Warte, unten südlich oder warte im nördlichen Teil? Ich weiß es ehrlich gar nicht mehr. Ja, ich geh jetzt einfach mal hier ein bisschen rein und raus. Irgendwann muss es vier auftauchen. Da ist es ja. Spatzenhirn, Warnduscher, Dumpfbacke, Volltrottel, Einfaltspinsel, Doof-Digi. Was habt ihr gesagt? Oh, macht mich das wütend. So, zum Glück ist ein eigenes Terrain hier, das ist schon mal viel wert. Komm, mach was. Gut gemacht. Aber es könnte was werden. Blocken kann ich schon mal. Aber Otto ist jetzt nicht allzu stark, sag ich mal so. Ah, finde ich ja gleich schon, das ist schöner. Ich hoffe nur, klappt jemand, finde ich da besser als die. Als wie eben. Aber das sieht schon mal gut aus. Das sieht sehr gut aus. Also, man sieht eben. Wird kommen. Das ist schon mal klar. Aber gegen Gerimon war eben viel, viel schwieriger. Ja, ich bin schon froh, dass jetzt so ist. Das läuft sehr gut, da haben wir es gleich schon geschafft. Wunderbar. Ah, da hat sich eben keine Attacke abgefasst, ne? Das ist so zum Mäusemelken. 50 Pit, oh mein Gott. So was Unfreundliches. Bitte was? Moment, was gibt's? Oh mein Gott, wir werden umzingelt. Mein Herr ruft mich. Komm mit. Mein Herr ruft dich. Oh nein. Ups, da ging aber zügig. Daniel und Armon, stimmt's? Danke, dass ihr zur Riesenvilla kommt.
Was mit Ottamon getan haben, tut mir sehr leid. Ach, ist schon gut. Wie bitte? Ich bin dir dankbar, du zur Rettung der Insel schwer geschuftet haben. Du hast davon gehört? Ja, ich möchte dir helfen. Warst du schon im Schleierwald gleich nördlich von hier? Nein, noch nicht. Dort liegt dicht daneben. Man findet sich nur schwer zurecht. Besuch Sherimon, den Herrn des Waldes. Sherimon? Von diesem Demon habe ich nie gehört. Ich schon. Sherimon sorgt für den Nebel im Schleierwald. Er hat den Nebel zum Schutz des Waldes erschaffen. Ja. Ja, ich komme jetzt vor. Ja, ich komme. Ja, er hat den Nebel zum Schutz des Waldes erschaffen. Aber für uns ist das schlecht. Sherman weiß bestimmt etwas über die Ursache der Probleme unserer Insel. Es lohnt sich, ihn zu besuchen, trotz des Nebels. Vielleicht können wir etwas gegen den Nebel tun. Das ist es, Sherman, aber es führt ein Weg hindurch. Ich verzaubere dich. Was passiert jetzt? Du wirst den Weg sogar im dichten Nebel erkennen. Das ist ja genial. Fein, dann fange ich mal an. Ausgezeichnet, und jetzt auf zum Schleierwald. Winke, winke. Ja, okay, dann machen wir hier gerade einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann, ja, mal nächstes Mal machen wir dann ein paar Minuten länger. Und dann, bis dahin. Ciao.